So, und damit wären wir wieder in-game mit 4. Gleich vorneweg... Nein, gleich vorneweg will ich euch mit ein paar Informationen versorgen. Und zwar eigentlich, ihr habt bestimmt erwartet, dass diese Woche weiterhin Oblivion kommen wird, aber dem ist nicht so. Denn in meinem letzten Oblivion-Video habe ich eine kleine Umfrage gestartet und ich will euch ein paar Tage Zeit lassen, damit ihr darauf antworten könnt. Für die Leute zumindest, die an Oblivion interessiert sind. Und das heißt, dass es jetzt wahrscheinlich anderthalb Wochen 4 geben wird. Vor allem, weil ich letzte Woche kaum 4 rausbringen konnte. So, das vorneweg. Es wird wieder mehr 4 geben. Also eine kleine halbwöchige Oblivion-Pause, könnte man sagen. Dann, was ich die ganze Zeit nicht gemerkt habe, und ihr zum Glück auch nicht. Ich habe die ganze Zeit das Game mit mittleren bis niedrigen Einstellungen gezockt. In dem einen Menü, das war total verwirrend. Ich zeige es euch. Ich war nämlich die ganze Zeit hier, bevor ich angefangen habe zu zocken. Anzeige. Auflösung, okay, okay. Ist hier alles eingestellt? Nachdem also gerade eben das Game für mich gnadenlos gecrashed ist. Damn you old games. Nein, wirklich, Leute, was ist los? 4 alte Schrottkiste hier. Gut, die Sache mit Oblivion, die wollte ich kurz mit euch klären und dann noch was anderes. Ich habe jetzt vergessen, ob ich das vorhin gesagt habe. Aber ja, genau, die ganze Sache hier mit den Texturen und Lichtern und Schatten und ja, die ganze Geschichte hier. Das waren, die ganzen Optionen waren nur auf Mittel oder sowas, was ja auch schon mal super geil ist. Ich habe nämlich komplett vergessen, Moment, wie ging nochmal Taschenlampe? Ah ja, ich habe komplett vergessen, die ganzen Optionen hochzuschrauben. Beziehungsweise, ich hab's nicht vergessen. Ich hab gedacht, dass ich am Anfang des Let's Plays alles hochgeschraubt habe, aber irgendwie haben sich die Optionen zurückgestellt. Und hier hat uns gerade irgendein netter Soldat alles mit Minen vollgelegt, dieser kleine Drecksack! So. Nachdem ich euch jetzt aber... Oh, shiny! Nachdem ich euch aber jetzt diese unnötigen Informationen gebracht habe und die meisten Leute, die sich 4 angucken, wahrscheinlich sowieso nichts mit Oblivion anfangen können und sie total genervt jetzt von mir sind, dass ich so viel Zeit verschwendet habe, ihnen die Sache mit Oblivion zu klären, wollen wir endlich richtig anfangen mit dem eigentlichen Game. Und wir finden noch mehr Nagelmunition. Kann man das so sagen? Nagelmunition? Sagt man das so? Nagelmunition? Bolzenmunition. Stone goes the hardcore way. So. Ach, da sind wir gerade eben hochgekommen. Das ist ausgezeichnet. Hier haben wir die Minen. Das ist nicht so ausgezeichnet. Granaten scheinen wir genug zu haben. Ich scheine auch nicht so oft Granaten zu benutzen. Und ich dachte gerade eben, das wäre schon wieder ein Madpack. Nein, hier ist nur ein Ordner. Und zum ersten Mal kann ich sehen... Gut, ich kann nicht wirklich lesen, was da drauf steht, aber die Schriften auf diesem Plakat hier sind schon mal ein bisschen höher auflesend. Genauso wie hier. Das war ja vorher... Ich dachte, die Texturen in 4 wären wirklich so schlecht. Oh, Moment. Aber scheinbar waren das nur meine Einstellungen. Ja, gehen wir hier lang oder darunter? Kann man die eigentlich kaputt schießen? Ups. Scheint nicht so. Oh, das Stone ist nur wieder voll am Verfehlen. Erst zu weit, dann zu nah und dann... Shit, ich hab Jakobskis Signal verloren. Vielleicht ist seine Ausrüstung beschädigt. Feuerwehr und Rettungsteam sind da. Wenn das Feuer unter Kontrolle ist, durchsuchen wir die Trümmer. Das sollen die anderen erledigen. Ich brauche sie hier, um Amagum zu stürmen, sobald die Anlage gesichert ist. Roger. Bla bla bla, bla bla bla. Ich kann mich nicht ganz konzentrieren auf das, was die Leute da labern, weil ich hier schon wieder eine Leiter sehe, mit der ich nicht entlanglaufen will. Also, dieser Sprung sieht etwas zu hoch aus, also machen wir das so. LOL! Ha! Ausgetrickst! Man sieht nämlich von oben, dass das Wasser hier nicht besonders tief war, also... Aber der Sprung ist ein bisschen hoch, also springen wir zuerst auf das kleine Rohr da! Und ich quicksave wieder. Um natürlich euch jegliche Spannung zu nehmen. Oh mein Gott, Stone spielt jetzt ohne Quicksaves, damit alles viel spannender ist und aufregender.
Aber das könnt ihr vergessen. Wow! What the fuck? Okay. Das war... Niemand unsichtbares? Nein. Auch wenn ich... Oh, ich war noch eingezoomt. Hey, Ratte. Oh, shit, was war das denn? Wo ist das Blut? Es hat sich so angehört, als ob ich die Ratte zerfleddert hätte, aber irgendwie so wirklich... Zerfledderungseffekte hat es nicht gegeben. Hallo? Ich bin auf deiner Seite. Auch wenn ich langsam das Gefühl bekomme, dass ihr Leute mir hier nicht glauben wollt. Ja, ja, Taschenlampe. Du hättest mich sowieso gesehen. Oh, nee. Oh, oh, oh. Oh, oh. Meine Damen und Herren, Sie sehen gerade, wie Stone sich wieder an die Steuerung von 4 gewöhnt. Was leider vollkommen in die Hose zu gehen scheint. Wie man unschwer gerade eben erkennen konnte. Denn ich war so schlau und habe, anstatt die Zeitlupe an der einen Stelle auszumachen, die Taschenlampe ausgemacht, was nicht beabsichtigt war. So mal nebenbei. Wie viel Munition haben wir aber hiervon? Aufnehmen bitte. Und das hier. Ha, nicht so viel, aber wir machen damit mehr Schaden. Ich poke einfach mal ein bisschen, dass wir... hiervon noch ganz viel mehr bekommen werden. Gut, das ist jetzt nicht das, was ich unter ganz viel mehr klassifizieren würde, aber besser als nichts. Und ich nehme an, wir wollen mit dieser super sympathischen Leiter hochklettern, an der garantiert nichts oben uns erwarten wird. Und mit dieser Aussage habe ich natürlich recht gehabt. Holy bejesus. Leute, ihr habt hier eine Mine vergessen. Aber ich habe noch was vergessen. Moment, hier. Leute. Wie mache ich das? Probieren wir mal mit einer Pistolenkugel, ja? Holy shit. Holy crap. Das war unerwartet. Dann war ich wohl vorhin doch die letzte Blindschleiche und habe nur nicht getroffen. Ist das ein Strom? Nein, 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 nein. Wenn ich den Strom ausmache, geht hier alles aus. Aber das wollen die ja von mir. Und natürlich wird mir mein Aldi-Licht nichts helfen und Map-Packs auch nicht, denn Alma... Buh. Aber zum Glück scheinen diese Dinger hier auch ohne Strom zu funktionieren. Oder zumindest mal mit den Notfallgeneratoren. Und warum kann ich hier nicht hoch? Geh hoch, Mann! Wow, ich habe echt gerade eben springen müssen. Das war unerwartet. Oh, aber wir haben einen Laptop. Oh, und wo geht's jetzt weiter? Leute, sagt mir, wo lang? Da ist Weg Nummer 1, da ist Weg Nummer 2. Ich höre... Hallo? Hallo? Gut, dann halt nicht. Aber hier sollte es wieder ein bisschen Story geben. Okay, Upload läuft. Erinnern Sie sich an die erwähnte Abwasseranalyse? Ich habe noch mehr Infos. Die Kontamination scheint ihren Ursprung in Oberhörn zu haben. Der Ort ist heute so gut wie verlassen. Wahrscheinlich kein Zufall. Wie, was? Das war's? Der Ort ist heute so gut wie verlassen, diese Wasseranlage. Also wenn er die Wasseranlage meint, in der wir gerade eben vorhin waren, dann wussten wir das schon längst. Wir sehen doch, dass hier niemand mehr ist.
Wieso sagt er uns das nochmal? Ich verstehe das nicht. Oh. Aber was mir diese Gegend hier sagt... Leute, seht ihr das? Seht ihr das? Hier ist das Glas zerschlagen. Das heißt, das waren wir. Hier waren wir vorhin. Da sind wir vorhin rein. Wir hätten uns den ganzen Weg sparen können, wenn wir sofort die Minen zerschossen hätten. Wir hätten gar nicht die ganzen Soldaten töten müssen. Wir hätten gar nicht durch diese Elektroschocks gehen müssen, glaube ich. Ah doch, halt, wenn wir die Minen zerschossen hätten. Oh, halt, wir hätten das dann ausmachen müssen. Alles klar, gut, ich nehme alles zurück. Lalala. Aber wieso muss ich hier... Seht euch das an, ich gehe jetzt nur geradeaus, ja? Ich drücke jetzt nur W. Es geht nicht! Was zur Hölle? Hier muss man reinspringen. Mensch, 4! So, ich habe vergessen, ob wir gespeichert haben. Ich tue es einfach nochmal. Und ein Checkpoint. Klar! Stone speichert ja immer, wenn es am praktischsten ist. Nämlich bei Checkpoints. So wie sich das für einen richtigen Elite-Soldaten gehört. Wenn ich anmerken darf, ist das kugelsicheres Glas? Ja. Und ich kann nicht aufmachen, denn diese Blutflecken müssen wir wohl von der anderen Seite betreten. Na gut. Oh. Hat er gerade eben ernsthaft gesagt, ein Scharfschütze? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Kompliment nehmen soll. Dass er mir zu mir gesagt hat, ein Scharfschütze! Also wenn ihr das, was ich hier mache, als Scharfschießen bezeichnet, dann weiß ich auch nicht, was zur Hölle mit eurer Welt los ist. So. Ich warte hier natürlich, wie der letzte lächerliche Shooter-Anfänger, auf meinen Reflex-Booster. Denn, yes, Cola, Soda, gib mir den Scheiß! Ich glaube, das ist hier schon fast zu einer Art Running-Gag geworden, dass ich mir jedes Mal diese verdammte Cola-Flaschen aneignen möchte. Hallo Leute, komme ich zu spät zur Party? Ich glaube, das ist ein Ja. Gott, 3 Schläge, das ist peinlich. Und wir müssen feststellen, dass dieses liebe Gewehr nicht mehr so viel Munition hat. Und wir vielleicht schon wieder zu dem hier wechseln müssen, was deutlich mehr hat, aber auch weniger Durchschlagskraft hat. 165, ja? Und hier haben wir 90. Ich hätte jetzt gerne so Schadenstabellen, die mir sagen würden, ja, hör mal, Stone, das macht so und so viel Schaden pro Bullet und das macht so und so viel Schaden pro Bullet. Und natürlich geht das nicht auf. Stone, das hättest du schon sehen müssen, da waren Kisten. Aber wir nehmen erstmal das hier, denn damit scheine ich deutlich schneller die ganzen Kills abstauben zu können. Und holy crap, da draußen geht eine Party. Und ich glaube, die wollen ernsthaft, dass ich da rausgehe. Auch wenn dieser Cola-Kasten hier unten sehr verführerisch scheint. Oh, Dose! So, was ich vorhin sagen wollte, aber glaube vergessen habe zu erwähnen. Hallo? Soda? Bitte? Oh, ich dachte für einen Moment, dass ich gerade eben wirklich das rote Licht ausgeschaltet hätte. Das wäre ganz schön crazy gewesen. Oh, Kacke!